Und da ist er wieder im Drill am Kupfersee. Der nächste dicke Brocken. Heute mal wieder eine ganz andere Aromatik, die allerdings auch schon wieder seit ein paar Tagen funktioniert. Ja, das ist jetzt mal wieder eine Aromatik, die man eigentlich auch von anderen Gewässern kennt, aber die auch hier ganz gut zu laufen scheint. Allerdings, bisher ist das noch nichts, was auf dicke, fette Frequenz abgeht, sondern auch mit dem Setup hier jetzt. Ihr seht, ich habe jetzt hier meine Fiederrouten dabei. Heißt also doch noch mal ein bisschen härter da drin. Das ist ausgelegt für große Fische. Dementsprechend bin ich hier jetzt auch gerade im ersten großen Drill. Also der erste Fisch, der halt richtig abzieht. Es waren schon ein paar dabei, die gut reingegangen sind. 4 Fische sind jetzt im Kescher. Also ein paar ganz gute waren dabei. Gucken wir uns natürlich gleich an. Die Setups gucken wir uns auch gleich an. Und das Ganze jetzt hier gerade groß. Groß, groß, groß. Und ich hoffe hier auf dicke, fette Fische. Also dicke, fette Kois, dicke, fette Schuppis. Ich nehme auch hier die Schuppenkarpfen-Trophy und den Spiegelkarpfen als Trophy mit. Also irgendwas in der Art darf hier gerne reingehen auf diese Köderkombi. Und wenn man in die Rekorde reinschaut, sieht man eben auch schon diese fischige Köderkombi mit Krabbe und mit Fisch. Also Krabbe als Basis. Futtermische gucken wir uns natürlich auch gleich noch an, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Ich drill den jetzt vielleicht hier erstmal noch ein bisschen müde und zu Ende. Und dann gehen wir gleich auch wieder zu dem Spot, wo das Ganze denn so lübt und wo das denn auch noch oder was da denn auch noch läuft. Also, ich ziehe den mal eben raus. Eieieiei. So, ich bin zumindest schon mal einiges näher rangekommen. Ganz unten in der Ecke jetzt. Aber nach wie vor immer noch übelst im Drill. Und der Fisch geht richtig ab. Also, er hat richtig Action. Er kann richtig gut Gas geben. Mann, Wahnsinn. Also, der hat gut Bock, aber ich habe genug Schnur drauf, gar kein Problem. Der muss halt bloß jetzt mit der Zeit gleich noch ein bisschen müde werden und dann kommt er ran. Mann, Wahnsinnsdrill, aber so langsam jetzt hier nach 8 Minuten wird er langsam müder. Das ist doch schon mal ganz gut und er kommt langsam auch ran. Und das ist auch wichtig, denn ich höre es auch schon gerade auf der anderen Route bimmeln. Also da scheint es gerade weiterzugehen. Dann können wir gleich direkt in den nächsten reingehen. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt kommt er nochmal hergeschwommen. Das ist sehr nett, dass er lieber zu mir geschwommen kommt, anstatt abzuhauen. Das hilft auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, was es ist. Und vor allem, wie schwer es ist. Ich habe das Setup gerade erst wieder so umgebaut, wie ich es jetzt hier gerade verwende. Schon lange nicht mehr verwendet. Und daher bin ich ziemlich gespannt, wie er sich jetzt hier verkauft hat, wie schwer der Fisch ist und wie kampfstark der jetzt ist, wie groß der jetzt ist und wie sich das auswirkt eben auf diesem Setup jetzt. Da gucken wir doch gleich mal. Und vor allem will ich einfach nur wissen, was es ist. Ist es ein Koi? Ist es ein Schuppi, ein Spiegel? Es waren an der Stelle sehr, sehr viele Schuppenkarpfen. Sehr viele Schuppenkarpfen. Und im Stream habe ich heute schon gesagt, Alden, ich muss auch mal endlich testen auf diese Köderkombi. Und das hatte ich jetzt seit 3 Tagen schon vor, endlich diese Köderkombi mal testen. Und jetzt ist es soweit. Endlich mal raus damit. Wenig Frequenz, aber dafür dicke Brocken. Ganz, ganz, ganz wichtiges Ding. Also, es geht hier nicht darum, mal eben einen schönen Hotspot zu haben. Dafür sind die anderen Spots interessant. Dafür kann man auf Schleie gehen und Co. Das läuft. Apropos Schleie. Zum Ende kann ich eigentlich nochmal meinen Kwolsdorski-Schleien-Spot zeigen, oder? Das wäre doch noch was. So. Na? Kommt immer noch nicht raus. Jetzt. Spiegel? Nee. Oha. Doch ein Spiegel. Doch ein Spiegel. Aber ein Dings.
Miro Carp. Alter. Dinkelsbühler Spiegelkarpfen. In, oh mein Gott, in groß. Oh yeah, baby. Oh yeah. Das ist groß. Alter. 27,8. Sauber. Wäre ein Schuppenkarpfen-Trophy, wäre ein Spiegelkarpfen-Trophy, aber leider kein Dinkelsbühler-Spiegel-Trophy. Schönes Dingen. Hammer, hammer, hart. Nehmen wir natürlich gerne mit. Sehr schön. Und jetzt sieht man auch hier den Spot. Hier an der Stelle hatte der Nalatan heute im Stream gesagt, Alden, geh mal hin, probier mal, teste mal. Und daraufhin haben wir hier auch einen Wettangeln gemacht an der Stelle. Allerdings mit der Köder-Kombi, die eben auch schon seit einigen Tagen oder Wochen jetzt funktioniert. Und zwar mit der Köder-Kombi auf Ananas. Und mit Ananas hier auf 12 Meter rausgeworfen, funktioniert das auch schon ganz gut. Ich habe jetzt hier an der Stelle nur mal auf 8 Meter geworfen. Die letzte Stelle, die war ja auf 10 Meter bin ich jetzt hier, so rum. Hier bin ich jetzt gerade auf 10 Meter rausgeworfen. Die letzte Stelle, letztes Video, da war das rausgeworfen auf 8 Meter. Und ja, wenn wir jetzt hier in dem Bereich auch so an dieser Kante sind, genau, ich zeige das gleich mal auf der Map, genau in diesem Kantenbereich wieder, dann ist das gar nicht verkehrt. Also wir müssen gar nicht so ganz weit raus, dass wir halt unter der Kante sind, sondern lieber direkt eben an der Kante. So, ziehen wir mal hier raus den nächsten Brocken. Ich bin gespannt, was es ist, was es wird. Und das Schöne ist, es werden eben auch hier regelmäßig Kois gefangen auf diese Köder-Kombi. Und deswegen bin ich natürlich da mega interessiert. Aber auch deswegen so groß hier unterwegs. So, und auch da kommt der nächste so langsam ran. Und der nächste Spiegel. Also, der nächste Dinkelsbühler Spiegel. Natürlich nicht ganz so groß. Aber der mit 27, der hatte natürlich schon Bock. Also das ist schon richtig Action gewesen. 7,6 Kilo. Schön. Also, gucken wir erstmal, wo wir hier überhaupt sind auf der Map. Hier unten ist das. Das ist die Stelle. So auch quasi gezeigt vom Nalatan im Discord. Link zum Discord übrigens unterm Video. Einfach mal draufklicken. Und hier an der Stelle jetzt, wie gesagt, nur auf 10 Meter ausgeworfen. Dass man hier eben auch gar nicht so ganz weit unbedingt raus muss, sondern einfach hier, wie gesagt, im Nahbereich klappt das auch schon. So, jetzt gucken wir gerade mal noch ins Setup rein. Das ist so hier aufgebaut. Also natürlich mit der Evia hier 6000er Rolle. Ich habe hier die große Spule drauf mit 500 Meter Schnur. Heißt also, ich habe hier 400 Meter Schnur drauf. Das reicht viermal für dieses Gewässer. 100 Meter reichen an für sich. Ja, und so ist der Rest halt aufgebaut. 1-0er Haken, extra groß hier reingegangen. 1-0er. Vorfach immer noch auf 18 Kilo. Könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen stärker reingehen? Überlege ich noch, weiß ich noch nicht genau. Warte ich noch ein bisschen ab. Aber bisher teste ich das erstmal noch relativ dünn und fein. Allerdings dann eben auch hier von den Boilies 18er und 20er Boilies bzw. Pellets. Groß rein, damit wir hier eben auch die großen Brocken bekommen. Wenn man vielleicht ein bisschen mehr Frequenz haben will, man kann diese Köder-Kombi auch als kleinere Kombi nehmen. Es gibt die beiden Köder auch als kleinere Variante. Also von daher auch gerne in der kleinen Version verwenden. So, jetzt hier raus nochmal auf die 10 Meter. Zack. Und dann gib ihm. Ja, eine Futtermische ist natürlich auch im Einsatz. Das gehört sich so. Und ich habe hier eine Krabbe- und Muschel-Futtermische genommen. Die hatte ich noch in der Tasche. Und da ich hier eben komplett mit Krabbe und Muschel unterwegs bin, ja, habe ich die auch so direkt verwendet auf Rapssamenbasis. Muschel und Früchte ist hier drin gemahlen. Ja, hier könnte man natürlich auch sehr gut jetzt einfach Krabbe und Muschel Soluble nehmen. Würde ich vielleicht jetzt bei der nächsten Mische machen. Wisst ihr was, wir bauen die einfach mal frisch zusammen. Also das war jetzt die Mische, die ich jetzt gerade drauf habe. Aber eine neue Futtermische, würde ich sagen, bauen wir einfach mal hier zusammen. Sollte vielleicht eher so aussehen. Wir fangen mal an hier mit der Erbse.
Wir gehen hier auf komplett auf Krabbe. Da können wir hier zum Beispiel die Krabben Feed Pellets 12 nehmen. Wir nehmen hier einfach nochmal Krabbe Pellets. Dann könnten wir hier auch einmal noch eine Variante mit Muschel nehmen. Hier haben wir zum Beispiel die Flusswandermuschel oder wir nehmen hier die Feed Pellets auch für die Muschel. Und dann machen wir hier noch zum Schluss natürlich wieder geschredderte Boilie mit Krabbe und zwar hier Soluble. Zack, das stellen wir direkt her, mache ich direkt zweimal. Dann haben wir hier ausreichend Futtermische übrig. Und hier haben wir dann die geschredderten, also Crushed Boilies, Krabbe, Muschel, Soluble. Also das ist nochmal ein richtig schöner Kicker. Und in der Kombination gehen wir jetzt hier einfach rein und herstellen das Ganze. So, das Ganze natürlich jetzt auch wieder ab ins PVA. Und dann werde ich auch mit der Futtermische gleich noch ein bisschen weiter testen. Aber so wie es jetzt gerade auch schon aussieht, ist es gar nicht verkehrt. Also die Kombination, die machen wir jetzt hier mal wieder runter. Das kommt runter und dann kommt hier die Krabbe und Muschel Koi, das ist sie jetzt hier. Also gemahlene Erbse als Basis, Königskrabbe, Krabbe Feed Pellets, Muschel Feed Pellets, Krabbe und Muschel auflösend und Krabbe und Muschel. Also das ist jetzt hier die komplette Futtermische auf die Köder abgestimmt und raus damit. Und so kann es dann gleich gerne weitergehen. Ich hatte gerade schon gesagt, die Kwolsdorfski-Schleie endlich reingegangen. Da ist das Teil. Wahnsinnige 431.000 XP dafür. Das schmeckt natürlich richtig gut. Also endlich drinne Kwolsdorfski-Schleie. Hat über 500 Silber gebracht, also auch das natürlich angenehm. Ja, abgeschlossen auf schwarze Johannes Lila. Und in dem Video zum letzten Schleienspot, dem Top-Köder-Video, da läuft das immer noch ganz gut. Mit der Köderkombination und mit der Futtermische, aber an einem anderen Spot, und den zeige ich jetzt noch mal eben kurz auf der Map, da ist sie reingegangen. Und was man deutlich sagen kann, bei der Kwolsdorfski-Schleie, Morgenstunden, Abendstunden, Morgenstunden nochmal aktiver. Mittagszeit ist eher wenig los, Nacht auch wenig los, aber Morgenstunden, die sind dann nochmal richtig effektiv. Und hier oben, hier war das Ganze, also an dieser Stelle 12 Meter weit raus, da ist sie dann reingegangen. Auch das findest du im Discord in der Trophy-Halle mit verlinkt, alle Informationen auch da angepinnt. Ja, so viel dazu. Jetzt heißt es abwarten. Dinkelsbühler sind schon einige da, aber eben auch hier Mameshi Bori Goshiki auch hier mit reingegangen. Auch gar nicht so häufig. Auch sehr nice. Also, die nehmen wir doch gerne mit. Und jetzt heißt es einfach abwarten. Abwarten, abwarten, abwarten und gucken, was alles noch so reingeht. Ich meine, so ein dicker 27er Dinkel schmeckt natürlich auch. Aber wie gerade schon gesagt, das hier ist nichts für Frequenz. Das macht man halb AFK nebenbei. Genau das Richtige für Montagmorgen im Homeoffice. Petri ihr Lümmels, Daumen lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.